Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem morgendlichen Pressestatement mit dem Innenminister Herbert Kickl, dem deutschen Bundesminister des Innern Horst Seehofer und Italiens Innenminister Matteo Salvini. Dass wir Ordnung machen wollen, dass wir von hier aus auch die klare Botschaft hinaus in die Welt, vor allem auch an die Schlepperbanden, senden wollen, dass es in Zukunft nicht mehr möglich sein wird, nicht mehr möglich sein soll, europäischen Boden zu betreten, wenn man kein Recht auf Schutz hat. Vielen herzlichen Dank. Es besteht jetzt noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Bitte. Quindi contiamo che finalmente l'Unione Europea. Riduzione delle partenze, riduzione degli sbarchi, riduzione dei morti e quindi riduzione dei problemi, dei costi economici e sociali di un'immigrazione che non siamo più in grado di sostenere. Quindi se il modello italiano diventerà modello europeo sarà per me e per noi motivo di orgoglio. Chiediamo e chiederemo sostegno alle autorità libiche per fare sempre meglio il loro lavoro. Je weniger gemeinsam europäisch gelingt, desto wichtiger werden nationale Maßnahmen. Und deshalb ist heute ein wichtiger Tag auch für die Innenminister der Europäischen Union. Und ich hoffe, dass wir da in diesen Grundzügen, die wir gerade geschildert haben, vorankommen. Wir wissen alle drei, dass dies noch eine Herkulesaufgabe ist in der operativen Umsetzung. Per il ministro Salvini sul Brennero, perché gli austriaci hanno spesso minacciato di chiudere.